VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem 1:1 Unentschieden gegen die SG Sonnenhof Großasbach. Begrüßen möchte ich die Pressevertreter hier bei uns vor Ort, aber auch die Zuschauer unten im Sparkassenforum. Ich glaube, wir starten gleich rein mit der Analyse von Gästetrainer von Herrn Schnorr. Herr Schönen guten Abend zusammen. Sehr, sehr intensives Spiel. Aalen sehr, sehr aggressiv, hat uns unter Druck gesetzt. Wir wussten, dass es heute natürlich nicht einfach würde, hier zu bestehen. Haben dann eigentlich die erste Torchance von Andres so ein bisschen mit aufgelegt, wo man direkt gesehen hat, was heute auch los ist. Gehen dann in Führung durch einen schönen Spielzug und dann haben wir sicherlich die paar Minuten danach ja, zum zweiten Tor nicht ausnutzen können, wo wir am Pfosten scheitern oder ein-, zweimal uns behindern im 16er. Allerdings im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ist Aalen dann zurückgekommen, hat sich den Ausgleich zur Halbzeit auch redlich verdient, wie ich finde. Die Entstehung Standardsituation hat mir nicht gefallen. Ich glaube, da haben wir am Flügel die eine oder andere Situation vorher schon, die wir auch nicht gut verteidigen. Nochmal, Gegner war sehr, sehr viel in Bewegung, hat viele Positionswechsel gehabt, ist dann auch nie so einfach. Brauchen wir bessere Abstände, wie wir die haben, und das war in der ersten Halbzeit dann sicherlich nicht perfekt. Kommen dann raus, wollten eigentlich einen Tick aggressiver sein, trotzdem ja, war dann auch die Möglichkeit für Aalen da, das Spiel ja, komplett zu drehen und in Führung zu gehen. Hinten raus hatten wir ein, zwei Momente, wo wir nochmal torgefährlich werden konnten. Alles in allem nehmen wir den Punkt natürlich sehr, sehr gerne mit. Wir haben aus 3 Spielen 7 Punkte gemacht, was uns sehr, sehr gut tut. Und ja, wir wissen ganz genau, wie hart und wie weit unser Weg auch noch ist, um den Klassenerhalt am Ende zu schaffen. Wichtig ist, dass wir heute ja, einen Punkt mitnehmen können. Darüber sind wir sehr glücklich. Euch weiterhin alles Gute. Unglaublich gute Leistung, wie ich finde. Ja, und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir, wie ich eben schon sage, einen Punkt mit nach Hause nehmen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Rico, dein Statement zum Spiel. Ich greife schon mal vorweg. Es ist möglich, Vorbild Großasbach am Mittwochabend zu gewinnen gegen Unterhaching. Es ist möglich, auch mit so einer Leistung, die wir hier mitnehmen. Natürlich hatten wir hatten die Chance zur Führung gleich, zweite, dritte Minute, Stefan Andres, die in seiner Karriere, hat ja noch die eine oder andere auch, wie einige von uns, sicherlich schon besser bewertet hat. Aber insgesamt die ersten 10, 15 Minuten, das war von unserer Seite her zu viel Stückwerk. Aber man war zu passiv. Und das Gegentor, wie es fällt, Aufbau, Dreierkette, Großasbach und dann Bösel kann sich dort mit einem dynamischen Dribbling befreien, Überzahl schaffen. Das ist zu einfach, wie wir das dem Gegner organisiert haben. Aber dann spricht es aber auch für die Mannschaft, wie sie dort sie sich reingearbeitet, reingefunden hat in das Spiel, Fußball gespielt hat, dann auch Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, mehr umsetzen konnten, gerade auch die Flüge zu bespielen, traut Sascha, auch der kleine Marvin über den Gesein, so entsteht ja auch dann der Freistoß, wo, glaube ich, Schnellbacher ist gefoult worden, ich weiß es nicht ganz genau. Wir hatten uns dann Chancen erspielt. Und es war dann auch verdient gewesen, eben dieses 1:1. Und da waren wir insgesamt auch dran, waren näher auch an den Gegenspielern, den einen oder anderen noch zweiten Ball klarer aufgenommen, als es vielleicht in der Anfangsphase der Fall war. Das 1:1 zur Halbzeit sehr ordentlich versucht nachzusteuern. Insgesamt unser Block war zu groß, zu weit, häufig zu auseinander. Die Kette stand ein Tick zu tief aus meiner Sicht, sodass Großasbach sich mal wieder auch mal mit dem zweiten Ball befreien konnte in die Spitze. Chancen, 2, 3 Möglichkeiten gleich, Andres, Morris, Kopf hoch, das kann ich noch mitgeben, dranbleiben, dann können wir das Tor erzielen. Und was jetzt ja auch ganz deutlich ist, dass auch die Mal nach wie vor passt und stimmt, Schoppmauer rettet auf der Linie, Matze Morris, in höchster Not spitzt den Ball weg, Daniel Dannert hält uns im Spiel. Das zeigt, dass die Jungs weiter daran glauben. Ja, und jetzt haben wir auch die letzte Schusschance dann nochmal Nick Finell, Proll hält. Wir haben alles probiert, Rehfeld nach vorne genommen, der kleine Nicolas nochmal reingekommen, das eine oder andere dynamische Dribbling aufgenommen. Wir können am Mittwochabend das Spiel gewinnen, das hat jetzt eben Großasbach gezeigt, gegen Topmannschaften Osnabrück, Oertingen,
gewonnen und das nehmen wir auch für uns als Beispiel mit, dass das gehen kann mit so einer starken, kämpferischen, leidenschaftlich geführten Partie, das in den Mittwoch reinnehmen, gut erholen und dann geht es weiter. Angelico, gibt es Fragen? Dann bitte einmal kurz Handzeichen, dann kommt das Mikro. Florian, was wirfst du deiner Mannschaft vor nach dem 1-0, wo ihr geführt habt? Waren sie gut im Spiel und auf einmal kam das nur durch das 1-1, dass sich denn Alm so gut und aggressiv zurück ins Spiel gekämpft hat? Also generell werfe ich den Jungs gar nicht so viel vor, weil wir schon sehr, sehr zufrieden sein können mit den 7 Punkten, die wir jetzt geholt haben aus den Spielen. Aber es war einfach nicht so einfach, weil der Gegner natürlich auch heute eine Top-Leistung im Endeffekt abgeliefert hat und das war uns aber auch bewusst. Und war sehr, sehr viel Bewegung vorne im letzten Drittel. Also bei uns, wo wir dann Zugriffprobleme hatten, wo man, nochmal, haben sie schnell gespielt, die Flügel immer wieder aufgerissen, dann ist die Flanke nicht zu verteidigen, dann ist eine Menge Körpergröße in der Box und kann man bestimmt besser verteidigen. Ich habe eben schon von Abständen gesprochen, die sicherlich nicht perfekt waren. Und das ist einfach immer wieder entscheidend, wenn wir vorne anlaufen wollen, dass die letzte Reihe auch nachschiebt. Genauso, dass wir in der Viererkette durchschieben, um dann am Flügel doppeln zu können. Das waren sicherlich so Sachen, die wir besser machen können und müssen. Alles in allem, aber wenn man den Spielverlauf nimmt und wir können nach der Halbzeit einfach auch in Rückstand geraten, dann glaube ich, wird es heute ganz schwer, hier zurückzukommen. Deswegen bin ich wirklich erstmal zufrieden, dass wir mit einem Punkt nach Hause fahren können. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ich habe keine. Dann freuen wir uns auf die nächste Möglichkeit, 3 Punkte zu holen, und zwar am Mittwoch gegen Unterhaching um 19 Uhr zu Hause. Dankeschön und den Gästen wünsche ich eine gute Heimfahrt, dem Team und natürlich auch den Fans. Dankeschön. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.